Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Holzklotz 3 und ich muss gerade kurz mal überlegen, was ich alles gemacht habe und vor allem wahrscheinlich schnell die Sichtweite deutlich runterstellen, denn ich merke schon, wie das ganz schön Leistung frisst und warte, ich lade die Chunks zur Sicherheit nochmal neu. Wie geht denn das? Moment. Okay, dann ist nämlich mein Laptop an der Stelle nicht ganz so überlastet. Jedenfalls habe ich seit dem letzten Mal ein bisschen was gemacht. Und zwar tatsächlich nicht in einem Stream, sondern ganz fernab. Einfach mal wieder so klassisch und ich habe doch ein bisschen was hinbekommen. Also hier das Gestell steht und natürlich muss ich jetzt mich darum noch sorgen, dass die restlichen Blöcke ebenso ergänzt werden. Aber wenigstens ist schon mal das nächste Gebäude begonnen und vor allem, was ich noch besser finde, ist das andere beendet. Und zwar, wenn wir uns hier umschauen, müsste doch das schon mal vollständig aussehen. Zumindest was die Wände angeht etc. Natürlich sind noch keine Türen und Fenster drin, aber im Großen und Ganzen ist das doch schon mal vollständig und da bin ich auf jeden Fall froh, denn ich habe ja schon letzte Folge gesagt, dass es immer wieder nervig war, die Kürbisse zu schnitzen etc. Da hätte ich jetzt nicht noch ewig viel länger drauf Lust gehabt und als nächstes kommt es drauf an, Mangroven endlich mal zu finden und Schwarzeichen, ja, die haben wir ja auch immer noch nicht. Zurzeit könnte ich wohl nur noch mit Akazien dienen, die dann dort vielleicht den Rahmen darstellen oder soll ich die anderen Flächen daraus machen, ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich läuft es aber darauf hinaus, dass es ähnlich wie hier am Ende aussehen soll. Das heißt, die entrindeten Holzstämme, die sind ja dann so orange, würden wahrscheinlich die Flächen darstellen. Und außen wären die Dschungeldinger. Also das stelle ich mir auch bei dem Laubholzklotz gut vor, wenn ich das in der Reihenfolge mache. Und ich weiß nicht, wie die Laubdinger entsprechend bei den anderen im Detail aussehen, habe ich mir noch nicht genauer überlegt, aber das werde ich mir auch alles noch einfallen lassen und später testen. Wahrscheinlich muss ich eh mit einem von denen anfangen, bevor ich die restlichen Holzsorten überhaupt habe, aber naja, gut, darum kümmern wir uns später. Jedenfalls habe ich hier noch was installiert, das ich gebraucht habe, damit ich Bone Meal kriege. Also ich hatte ja Unmengen an Kürbiskernen übrig und ich dachte mir, komm, die musst du irgendwie verwerten, statt hier die Kisten voll zu stopfen damit. Ein Stack habe ich mir mal aufgehoben, wer weiß, wann man es benötigt, aber alles andere ist durchgewandert hier. Und da haben wir wenigstens ein Stack bekommen. Ist zwar nun nicht die Welt oder so, aber das wird uns wahrscheinlich schon helfen. Und ansonsten muss ich mich langsam darum kümmern, eigentlich die Kürbisse zu entfernen. Da machen wir doch lieber Zuckerrohr oder sowas hierher. Das wäre eigentlich eine Idee, denn das muss ich wohl viel, viel häufiger langsam ernten. Dann reiße ich die kurzerhand weg. Denn Zuckerrohr ist doch für die Zukunft noch relativ wichtig, wenn wir zum Beispiel Bücherregal-Holzklötze machen wollen. Obwohl ich mir da vorstellen kann, einfach ein Strongholz zu looten. Da kommt man wesentlich besser ran, aber für irgendwas anderes brauchen wir das doch bestimmt noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so unnütz ist, deswegen macht das immer Sinn, davon mehr zu haben. Vor allem ist es doch besser, die entsprechenden Vorräte jetzt schon anzuhäufen, als ewig zu warten, bis wir sie dann unbedingt brauchen. Dann müssen wir hier wieder alles vollkleistern. So kann ich nämlich schon mal, wenn mir danach ist, zwischendurch das wegreißen und was Neues hierher bauen. Ich hatte ja schon verraten, wie es ungefähr werden soll. Ich habe übrigens heute erst die Folge geschnitten, deswegen ist mir das noch bekannt. Und aktuell sehr geläufig. Achso, ich habe ja wieder die Sounds von den Mobs aus. Bin ich teilweise nicht mehr gewohnt, weil ich nämlich am PC das wieder umgestellt habe, endlich mal. Jedenfalls würde ich an der Stelle die Gelegenheit nutzen und hier in der Gegend ordentlich Bäume pflanzen, denn ich habe keine Lust, immer ewig weit wegzulaufen. Vor allem macht sich das manchmal gar nicht so gut, in irgendeinem entfernten Wald dann das alles abzubauen. Natürlich könnte ich da hinten die Birken zum Beispiel direkt mitnehmen, werde ich vielleicht auch gleich tun, aber das reicht auch nicht. Da sollte man sich nicht immer solche Illusionen machen, weswegen ich neulich auch schon noch vorgesorgt habe, indem ich diese Bäume gepflanzt habe und ein paar sind immerhin gewachsen, das ist doch was. Ich meine, Birkenholz ist echt dringend aktuell, wir brauchen ja auch irgendeine Sorte noch, die ich dann zur Holzkohle regelmäßig machen kann, das dürfen wir ja nicht vergessen.
Das heißt, auch nach den entrindeten Holzklötzen reißt das Thema Holz nicht ab, sondern wir brauchen das regelmäßig. Und das ist irgendwie natürlich auch cool, weil der Projektname auf die Art und Weise ein bisschen in Ehren gehalten werden kann. Ich meine, Holzklotz, was wäre das schon ohne das Material Holz? Da würden wir wohl relativ alt aussehen. Also keine Ahnung, ich stelle mir das so irgendwie ganz cool vor, dass wir das noch ein bisschen besser einbauen können. Und der Name entsprechend Präsenz zeigt, sozusagen. Aber naja, ich werde jetzt ja erstmal die Kirschdinger abholzen. Vielleicht wäre das ja auch eine gute Sorte, um sie zu Kohle zu verwandeln. Ich weiß es aktuell nicht, nur brauche ich davon noch Laub? By the way, ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon genug hatte, doch es sah relativ viel aus in der Kiste. Das Einzige, was noch fehlt, ist Birkenlaub gewesen und sowas wie Spruce, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das kriegen wir ja alles hin. Nun, die neuen Holzsorten, naja, das ist dann eh schwierig. Ich werde aber wohl in naher Zukunft mal den Locate-Befehl einfach benutzen, denn anders geht es wohl nicht, dass ich da endlich rankomme, hatte ich ja auch schon mal angedroht. Ansonsten bringt einen die Welt echt nur zur Verzweiflung, wie man das hier beobachten konnte schon. Dass man da überhaupt nichts findet, ich bin ja schon einige Male ein bisschen mal weiter rumgereist. Da hätte ich also schon was erwartet, also wenigstens hier eine Schwarzeiche oder so, das müsste man ja etwas öfter finden in solchen Plains-Biomen. Aber da war eben immer nur Fehlanzeige. Natürlich war es ein glücklicher Zufall, dass ich dann zum Beispiel die Fichten wenigstens gefunden habe und diesen einen Außenposten damals, wo ich mir noch diesen Effekt eingehandelt hatte. Oder war das später noch? Ich weiß gar nicht mehr. An der Stelle hole ich mir allerdings schon mal weiteres Birkenlaub und mir fällt gerade auf, dass ich doch unbedingt mir wieder angewöhnen muss, endlich eine Schalkerbox regelmäßig bei mir zu haben. Wenn ich die mir hier einmal schon zur Verfügung stelle, denn das kann ja nicht angehen, dass ich das dann einfach nicht nutze und trotzdem ständig ins Lager rennen muss, also ganz ehrlich. Deswegen machen wir das kurzerhand und bei der Gelegenheit werde ich gleich ein Thumbnail mir suchen. Ach so, ich muss ja auch noch oben die Etage mal entrinden. Übrigens wäre es auch noch eine gute Idee, die entsprechenden Kürbiskerne hier weiter in die Kiste da drüben zu tun, damit das durchgemacht wird. Ich meine, den einen Stack Bone Meal habe ich mir jetzt schon mitgenommen, der wird mir bestimmt behilflich sein noch. Deswegen sollte man auch diese Sache nicht zu lange aufschieben wahrscheinlich. Und okay, wir fahren fort. Also haben wir das jetzt schon mal und direkt hier die Reihe reinziehen. Warum nicht? Also ich brauche es ja ansonsten erstmal an keiner Stelle. Und das Thumbnail sieht ohnehin besser aus, wenn es so vollständig hier alles ist, wie es geht. Da oben die Ecken kriege ich aber jetzt relativ schwer hin. Na gut, es geht eigentlich. Das ist und bleibt ja einfach immer wieder nice, wenn man hier sieht, wie das alles sauber wird. Weißt du, als würde man das abwaschen oder so ähnlich. Wie schon in der letzten Folge gesagt, kann man da nur die Parallele sehen zu dem Squeegee oder wie das Ding auch immer hieß. Jedenfalls hört sich so an, wenn du das Item benutzt hast in dem Modpack oder auch in echt teilweise. Und na, das wäre schon mal lustig, wenn es sowas auch in Vanilla in irgendeiner Form geben könnte. Haben die nicht sogar mal angekündigt, dass man Holz irgendwie färben können soll? Das war vor Ewigkeiten schon in irgendeinem Snapshot. Da kam so eine News kurzzeitig rein, aber dann haben sie es irgendwie wohl wieder verworfen oder einfach random andere Holzsorten reingebracht, die das Ganze wohl ersetzen sollen. Ich meine, wir haben ja jetzt echt in den letzten Versionen da einiges erlebt. Wenn ich mir die Netherholzsorten angucke oder das Kirschholz, dann die Mangrovenbäume und das ist schon nicht zu vernachlässigen aktuell. Mal sehen, was da noch alles kommt, nur wenn es zu viel wird, ist es, glaube ich, auch nicht ganz so geil, weil du für jede Holzsorte im Prinzip dann eine Kiste brauchst wieder extra oder irgendwie das allgemein einlockern musst und auseinanderhalten, was bei zu viel dann echt ein bisschen dir über den Kopf wachsen könnte. Aber naja gut, das ist jetzt auch wieder ein Blick in die Glaskugel. Aktuell gibt es ja nicht unbedingt einen Anlass, dass sowas kommt. Ich kenne mich auch ehrlich gesagt gar nicht genug aus, um jetzt hier weiter zu spekulieren, denn ich verfolge nicht unbedingt so akribisch die Sachen, die in den nächsten Versionen dazukommen sollen. Ich weiß ja nicht mal, was in der 1.20 im Detail reingekommen ist. Das gilt es für mich also immer noch nach und nach herauszufinden, aber ich finde das irgendwie auch spannender, wenn man es nicht genau weiß, sondern das selber erforscht.
Und deswegen gucke ich mir die Snapshots unter anderem auch nicht mehr so genau an, zumindest vorher. Hinterher natürlich dann irgendwann schon, weil ich es doch mal wissen will. Aber ich weiß jedenfalls, dass ich früher irgendwie mehr Spaß am Spiel hatte, wenn ich das so für mich rausgefunden habe. Zum Beispiel als die Minecraft 1.3 rauskam. Da habe ich vorher ebenfalls nichts gewusst und das war so ein gutes Gefühl, irgendwie auf einmal dieses Update spielen zu können. Keine Ahnung, das hat mich richtig fasziniert. Aber damals war man eh noch an den Anfängen sozusagen und deswegen ein ganz anderes Feeling. Aber ich würde jetzt hier mal die Folge schließen. Danke fürs Zusehen, bis später und tschüss.